Hey, hier ist wieder eure Sophie. Herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Vlog. Schön, dass ihr mit dabei seid. Los geht's! So, es ist wirklich sehr, sehr früh und ich möchte eigentlich nicht so hektisch starten, aber ich bin wie immer mal viel zu spät. Ich muss euch heute einfach mitnehmen, denn heute geht's ab nach München. Ich bin schon seit halb fünf in der Früh wach. Jetzt ist es halb sieben und ich müsste schon längst losfahren, denn ich habe davor noch Cardio gemacht, ich habe meine Sachen zusammengepackt und gestern Abend bin ich irgendwie dazugekommen und jetzt habe ich das geschießt. Aber deswegen macht das Ganze ein bisschen zackiger. Gemeinsam mit ProSieben wird eine neue Sendung gestartet und zwar gibt es da das ProSieben Völkerballturnier und ich darf es machen und ich bin so aufgeregt und ich freue mich schon. Und dachte ich mir, mache ich gleich ein Full Day of Eating draus, denn ich habe natürlich gestern meine Mahlzeiten für heute vorbereitet. Alles bereits ready und eingepackt und hier beginnen wir auch schon mit meinem Frühstück. Haben wir hier mal das Ganze. Ich habe mein Frühstück hier schon in Tupperware abgepackt, weil ich jetzt schnell die Hälfte essen werde. Es ist schon recht früh, also um 6 frühstücken, dann esse ich gerne mal noch um 9 so einen Snack. Deswegen esse ich die eine Hälfte jetzt und die andere später. Dann habe ich hier noch einen Apfel. Dann habe ich hier ein weichgekochtes Ei. Dann habe ich einen grünen Tee, habe auch mir hier was mitgenommen. Und der Kaffee ist auch schon fertig und das werde ich mir jetzt ganz schnell reinziehen. Und dann fahren wir auch direkt los, denn ich muss auch noch tanken und ich bin einfach viel zu spät dran. Und ich hasse es, zu spät zu sein. Habe ich mir auch noch überlegt, dass ich dann gleich zum Erdschein fahre, wenn wir schon in München sind. Und habe noch gleich das einfachste Training ausgesucht und zwar ein nettes, schönes Beintraining. Aber jetzt müssen wir erstmal los. So, mein Lieber, kurzer Zwischenstand. Es war jetzt doch recht stressig, denn ich bin zu spät gekommen. Und ja, jetzt habe ich schon hier ein anderes Outfit an. Ich habe hier so ein richtig cooles Oldschool-Outfit bekommen. Ich bin in Team Rot und ich bin sofort in die Maske gehockt worden. Ich habe mir wurden die Haare gemacht. Draußen schneit es und ich habe hier so einen kuscheligen Bademantel an. Das ist so zeitlich unter Spannung. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich bin hierher gefahren. Ich bin aus dem Auto abgeholt worden. Mir wurde alles sofort weggenommen und ich wurde in die Maske reingesetzt. Dann habe ich mein Outfit bekommen, sofort angezogen und bin zum Dreh. Und das Ganze sieht so aus. Fotoshooting. Ich habe jetzt Fotos gemacht für die Presse, sage ich jetzt mal. Ich habe mehr nicht erfahren. Und jetzt habe ich hier ein Interview mit Annika für Red Tough. Wir wollen beide Red sagen, für Tough. Und ja, wir sagen, legen wir los. Ja, cool. Ja, ich bin schon gespannt, wie das Ganze noch im Fernsehen als Top aussehen wird. Gehen wir gleich rüber. Darf ich auch meinen Coach vorstellen? Aber hallo. Das ist mein lieber Coach. Der trainiert mich schon seit Jahren im Völkerball-Sport. Ich glaube, wir sehen uns später zu den Kniebeugen wieder. Ja, gnadenloses Training wird das. Jetzt habe ich eine kurze Pause. Ich denke, ich werde dann später so gegen 12, 1 werde ich dann geholt für die Kniebeuge. Und ich habe mega Hunger. Boah. Heute mal nicht beim Turmspringen, ha? Nein. Übst du denn noch fleißig? Nein. Nee? Das war das erste und das letzte Mal. Ich werde jetzt gleich auch dran sein. Das ist ja so cool, hast du ja gesehen? Nee. Ja, ich habe einmal reingeguckt, aber ich weiß noch nicht genau, was ich machen muss. Und, in welchem Team bist du? Im Bachelor-Team natürlich. Ich war's. Danke. Und ich habe mich vorhin schon, weil ich gerade sagen, hat sich auch noch angetroffen, habe ich die zweite Hälfte von meinem Frühstück gegessen und jetzt zeige ich euch, was ich mir vorbereitet habe, meine 3 Minimahlzeiten und ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Hi. Hallo, wie geht's? Ich habe auch eine Turmspringpartnerin, also nicht Partnerin primär, aber die Annika. Ich habe Karten auf dem Kopf. Heiße Frisur. Bist du dann als nächstes dran? Ja, gleich. Also wenn ich irgendwann ein Gesicht habe, bin ich dran. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich mir vorbereitet habe. Und war heute richtig fleißig. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben, damit ihr jetzt mal nicht immer nur meinen Pump seht. Und deswegen habe ich mir heute ein Linsengemüse gemacht. Das sind schwarze Beluga-Linsen mit
jetzt kommt's. Grünen Spargel, Karotte, Zucchini, Zwiebel, Chili und Ingwer und dann nochmal Curry drüber gehauen. Das da oben, mach ich mal auf. Das Ganze habe ich in Kokosfett ein bisschen angebraten und habe hier auch nochmal ein bisschen Avocado und das sind jetzt, glaube ich, Alfalfa oder Mungbohnensprossen. Das habe ich zweimal. Dann habe ich mir aber für nach dem Training noch was ganz was Tolles separat gekocht, weil das eigentlich auch ziemlich schnell ging. Und da wollte ich nach dem Training euch noch was anderes zeigen. Und dann habe ich natürlich meine letzte Mahlzeit und ich werde mich jetzt ein bisschen stärken, bis ich wieder an die Reihe komme. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, schau, Völkerball braucht ihr fürs ganze Leben. Mathe braucht keine Sau mehr. Wir haben härtere Bälle jetzt auch, ne? Ja, die sind für echt. Also ich denke, wenn es dann alles in so richtig gemeinen Slow-Motion-Aufnahmen aufgenommen wird, wenn der Ball so ins Gesicht donnert und dann die Spucke fliegt, ich glaube, das wird schon echt krass. Ich werde den Mund zumachen, damit auf meinem Mund keine Spucke fliegt. So, der zweite Drehabschnitt mit den Kniebeugen ist jetzt auch beendet. Und jetzt würde ich sagen, gibt es Tupperware Nummer 2 für mich. Das heißt, nochmal mein Linsengemüse mit Tofu und allem und dass ich eben keine Zutat vergesse. Und weil ganz, ganz viele von euch danach gefragt haben, packe ich euch einfach unten in die Beschreibung alle Zutaten rein, auch meine aktuellen Nährwertangaben. Das heißt, wie viele Makronährstoffe ich von was genau derzeit in der Diät esse, meine Kalorien. Und ich wollte noch ein Thema ansprechen, denn ich habe jetzt gerade Pause bis um 13.30 Uhr ungefähr, sondern jede Menge Zeit, wo ich jetzt auch essen werde und so. Ganz viele haben mir auch geschrieben, dass sie Angst davor haben, enttäuscht zu sein, wenn sie nicht sofort schlagartig abnehmen. Damit ihr euch sagen, dass es bei mir am Anfang genauso war, dass ich im Spiegel von einem Tag auf den anderen geschaut habe und gedacht so, boah, wer steht denn da jetzt vor mir? Sondern es ist natürlich ein langsamer Prozess und deswegen langsam gut, weil wir wollen das Ganze ja langfristig machen und man wird die Erfolge sehen und die werden eintreten, wenn man das Ganze durchzieht und durchhält, weil blöd gesagt, aber dem Körper bleibt nichts anderes übrig, als sich zu verändern, wenn man plötzlich sich bewegt, Sport macht und sich gesund ernährt. Der wird sich formen und man muss dem Körper einfach ein bisschen Zeit lassen. Und wenn dann die Erfolge da sind, wenn man die ersten Fortschritte sieht, dann ist man wie gepackt. Dann ist man so motiviert und dann will man eigentlich gar nicht mehr aufhören. Deswegen diese undankbare Anfangszeit muss man überstehen, um dann wirklich richtig durchzustarten. Jetzt haben wir es ca. 18 Uhr. Der TV-Spot für das Völkerballturnier ist jetzt beendet. Dann haben wir am 15. April haben wir nochmal ein und das letzte Training, bevor es dann am 16. April losgeht. Am 16. April ist das Ganze live auf Pro7 und würde mich natürlich mega freuen, wenn ganz, ganz viele von euch mit dabei sind, denn ich bin schon so aufgeregt und ich denke, es wird richtig cool, wenn man sich da gegenseitig mit Bällen abdrischt. Jetzt werde ich zum Erdschan fahren, wir werden Beine trainieren und dann habe ich meine Mahlzeit nach dem Training. Also ich packe jetzt zusammen und wir düsen jetzt ab zum Erdschan und bis gleich. Erdschan winkt mal. Jo, Cardio. Ja. Mit dem Beintraining machen wir erstmal 30 Minuten Cardio und heute ist die Cardio-Bude voll. Genau. Alle machen Beine wahrscheinlich. Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren gemeinsamen Beintraining mit dem Erdschan zusammen. Und ich schreibe euch ja immer hin, was ich für eine Übung mache und irgendwie wiederhole ich mich ja die ganze Zeit, worauf man achten muss und das wisst ihr bestimmt auch schon. Und deswegen habe ich gedacht, gestalte ich das alles ein bisschen anders und erzähle euch ein paar Dinge, die mir an dem Tag so durch den Kopf gegangen sind und mache eben dieses Voice-Over heute mal ein bisschen anders. So Freunde, ich hoffe, dass wir von der Intensität, was wir die ganze Beintraining durchmachen, ein bisschen euch weitergeben können. Sophia hat ihren Satz durch und jetzt mache ich mal Beinpresse. Genau, und zu dieser Intensität möchte ich noch etwas dazu sagen, denn auch mir fällt es häufig nicht sehr leicht, diese Motivation und diese Power aufzubringen, vor allem nach diesem langen Drehtag oder wenn man an sich eben einen langen Arbeitstag oder Schultag hinter sich hat,
denkt man eben, da muss ich jetzt einfach hinlegen. Es gibt nichts anderes, was einen jetzt noch runterbringt und man sich entspannen kann. Aber dann, finde ich, ist man meistens noch mehr unter Spannung. Und erst nach einem Training, wo man richtig abschalten kann, ist man vollends entspannt und gelassen. Und so war ich mir auch nach dem Dreh nicht ganz sicher, da ich wirklich körperlich sehr geschwächt war und gatschig. Und dann habe ich gedacht, schaffe ich jetzt wirklich noch ein Beintraining? Da bräuchte ich doch echt wahrscheinlich einen Booster dazu. Aber wenn man einmal anfängt und in dem Flow drin ist, dann steigt die Motivation immer mehr. Und vor allem auch mit dem Erdschan, auch wenn wir beide ein bisschen down sind, wenn wir anfangen und wissen, was wir erreichen wollen, dann schaukelt sich das Ganze so hoch, dass man immer am Schluss ein tolles Training hat und danach das Gefühl ist dann noch viel besser. Man weiß, man hat das Beste gegeben. Und ja, bei dem Beintraining seht ihr eben, dass ich heute die Reihenfolge etwas anders kombiniert habe, aber trotzdem habe ich es mega gut gemerkt. Und man sollte hier einfach immer entspannt und flexibel bleiben. Nicht, dass man sagt, man muss verkrampft jedes Mal irgendwas erzwingen, sondern es muss aus der inneren Motivation herauskommen. Und das ist dann meistens eben das Beste, dass man es für sich selbst tut, denn dann gelingt meistens jedes Training. Und schreibt mir doch bitte gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn ich jetzt nicht einfach nur runterratter, was man eben, wobei man auf die Übung achten sollte, obwohl das natürlich auch sehr wichtig ist. Aber da habe ich ja natürlich schon 20 Varianten davon auf meinem Channel. Aber eben schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet und ob ihr davon mehr hören wollt. Und ja, ich hoffe, dieses Training hat euch auch gefallen. Die Übungsreihenfolge könnt ihr auch gerne anwenden und dann sehen wir uns auch zum nächsten Training wieder. So, meine Lieben, wir kommen gerade direkt aus dem Beintraining und jetzt müssen wir natürlich versorgt werden. Erdschan, was gibt es für dich nach dem Beintraining? Also ich liebe es, nach dem Training einen Whey-Shake zu trinken. Du weißt ja, Sophia, nach dem Training kann Whey besser oder schneller aufgenommen werden. Deshalb haue ich mir das rein. Haust dir rein? Aber trotzdem gibt es mir jetzt erstmal eine Mahlzeit, weil derzeit trinke ich keinen Shake danach. Wichtig ist auch nach dem Shake fettfrei am besten. Genau. Da, die Nährstoffaufnahme natürlich schneller gelingt. Und ich habe jetzt hier einmal, ist ein bisschen eingefallen durch dieses ganze Kondenswasser, habe ich hier Süßkartoffelpommes im Ofen gemacht und Wildlachs, also keinen normalen Lachs, der hat wesentlich mehr Fett, sondern die Wildlachs-Variante. Ideale Mahlzeit auch. Sehr, ist das dein letzter Mahlzeit? Mein Abendessen verrate ich euch noch nicht, das zeige ich euch dann später, wenn ich wieder zu Hause bin. Und jetzt werden wir uns erstmal ein wenig erholen nach dem Beintraining. Channel gerne abonnieren. Pumping Erdschan und wir sehen uns das nächste Mal wieder und dann sehen wir uns jetzt, wenn ich wieder zu Hause bin. Okay. So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich habe jetzt noch meine letzte Mahlzeit, die esse ich jetzt in einem etwas kürzeren Abstand. Ich habe die Mahlzeiten eben nicht so regelmäßig essen können. Es wäre blöd gewesen, wenn ich sage irgendwie, ja, jetzt sind wir alle so schön zusammen und jetzt drehen wir gerade so toll, aber ich muss jetzt weggehen, denn meine Uhr sagt, ich muss jetzt essen und esse einfach da mit den anderen zusammen und deswegen hatte ich jetzt zum Abend hin einfach mehr übrig. Und nach meinen Süßkartoffelpommes und Lachs folgt jetzt meine letzte Mahlzeit. Und zwar habe ich mir hier einmal Protein-Pancakes gemacht. Die sind echt super einfach, bestehend aus Eiklar und Whey-Protein. Ich habe jetzt hier mit Cookies in Cream-Geschmack und nochmal mit echter Bourbon-Vanille und Zimt. Dann habe ich hier noch als gesunde Fette meine Walnüsse obendrauf. Und dann musste ich hier leider in einem Shaker meinen Magerquark, also meinen Himbeer-Magerquark reintun. Der ist mir ein bisschen zu flüssig geworden. Ich habe ein bisschen zu viel Wasser reingetan, jetzt ist der so flüssig. Jetzt kann ich das entweder hier so eintunken oder ich ertränke das einfach alles hier in der Tupperbox drin. Ja, und das ist dann meine letzte Mahlzeit für heute und ich würde sagen, das war jetzt nicht ganz schlecht. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ihr dürft liebend gerne kostenlos meinen Channel abonnieren, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn ich wieder solche spektakulären Ereignisse für euch habe. Bis dahin, macht es gut und bis bald. Ciao!